Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir hier an demselben Spot an der Achtuba und ja, muss mal eben. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht. Und da ging Caspi, Maifisch, Wobbler und Co. Und der Spot ist immer noch ziemlich aktiv. Und ich hatte eben gestreamt. Und wir sind jetzt anderthalb Stunden hier und 57 Fische. Jetzt wird es gleich hell. Sehr interessant auf jeden Fall. Es geht um den Bereschnikow-Hering, der hier als Trophäe gefangen wurde. Und ich habe auch einen bekommen. Leider nur 304 Gramm, aber trotzdem sehr schön. Ich liebe diesen Fisch. Hatte damals 697 Gramm und verdammte Scheiße, 3 Gramm an Trophäe vorbei. Was soll man sagen? Aufpassen mit Aalande, zwei heftige Abrisse hatte ich meist nachts. Ja. Güster gehen hier, zwei kleine Dingens, Schwarzrückenheringe, Rotfedern gehen, Seelauben gehen, Sieschling gehen, Wobbler gehen. War ein Wochenrekord. Der andere Kollege, der hier geangelt hat, hat Wobbler als Trophäe und sofort mal hintereinander noch den Caspi-Maifisch. Also ein Glückstag. Und ja, wir stehen hier wieder bei E7. Ja, E7. An dem berüchtigten Baum. Tiefe 1 Meter. Und jetzt kommt eine interessante Zeit. Wir gucken mal. Vielleicht könnten wir noch einen Braschnik kriegen. Ihr seht, auf der Route hier, die ich gerade in der Hand habe, ist Bock und Eintagsfliege. Darauf gehen die aber anscheinend nicht, sondern auf Steinfliege mit Borke. Oh, der ist auf jeden Fall weg. Jetzt muss man den mal im Auge behalten. Da kommt ein Sieschling an. Geht auf jeden Fall. Na komm du. Oh, ein 700er. Der ist noch da. 50-60% oder ein bisschen, der geht ab. Ja, das geht hier die ganze Zeit so. Muss man den mal im Auge halten. Könnte ein Wobbler sein. Na komm, ziert euch doch nicht mal so dämlich. Das tut weh. 416 sind ab 500 Trophäe, mein lieber Mann. Aber geht geil ab. Also, ich hatte 16er Haken drauf. Och, nö. Da haben wir eine Güster. Was auch sonst. Den Biss erkenne ich auf 8 Meilen. Güster. Den hinten schön im Auge halten. Ja, wenn die nicht immer so eine Scheiße hier machen würden. Ne? Also. Ah. Zack, wieder hinter der Boom. Und da geht der schon wieder los. Ah, die scheiß Aalande. Ich sag's euch. Da muss man echt aufpassen. Oh, da war zu viel auf jeden Fall. Jetzt liegt er perfekt. Hauen wir den auch mal rüber. Ja, ganz schön lustiger Spot auf jeden Fall. Könnte ein schwerer Güster sein. Der war weg, ist nicht mehr weg. Lass mal trinken hier. Wa? Alter Schwede, ey. Nee, das sind alles diese Scheiß. Da muss man wirklich aufpassen. Hier mit der UL. Jetzt haben wir ein Kilo. Nicht so geil. Ich denke mal, das waren dann so 3 Kilo Fischer, die mir den Abriss gemacht haben. Gut, die geht zwar bis 4,7 oder 8 Kilo hier, ne? Aber wenn die am Anfang reinpowern, dann machst du da auch nichts mehr. Das ist eben so. Trotzdem sehr schöner Spot. Ja, wollte ich einfach mal zusammenfassen. Nicht jeder guckt sich dann den Stream an. Der ist aber gespeichert bei YouTube. Und bei mir auf der Hauptseite vom Kanal, ich glaube dritte Playlist oder vierte unten, da seht ihr das.
Oder wenn ihr einfach unter Live geht. Jetzt muss ich mal gucken, welcher hier was war. Okay. Der erste ist auch vorne. Kommt man manchmal leicht durcheinander. Kann ich mal ganz kurz dampfen, ne? Einfach direkt nochmal neu hier. Zack, den mal ein bisschen weiter. So, da am Baum ist natürlich am interessantesten, muss man sagen. Die Ruhe vor dem Sturm. Oder auch nicht. Aber hat sich für mich schon gelohnt. Ich habe einen bekommen auf jeden Fall. Mehr wollte ich nicht. Trophäe wäre natürlich schön gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Der ist weg. Der ist auch weg. Ich hätte schon längst drüber wechseln müssen, ich Idiot. Steinfliegenkombination gefühlt besser, aber Eintagsfliege auch natürlich immer gut. Kann man auch nie wissen, was da so kommen mag, ne? Der ist auch weg. Scheiße. Naja. Was soll's? Boah, dann gehen die ganz zurück, diese Bengel, ne? Haben wir noch einen Wobbler. Knapp dahinter. Nehmen wir mal mit. Dampfe mal wegstellen hier. So. Noch ein Wobbler. Steinfliege-Borke gefühlt besser. Ja, da haben wir wieder eine Güster. Baby-Güsterlein. Wochenrekord. Ja. Ich will einen globalen Wochenrekord. Global. Nicht nur einen ollen deutschen Wochenrekord. Dafür kann man sich nichts kaufen. Ja? So, ein Fischchen nehmen wir jetzt noch mit. Lass die mal da treiben. Den interessanteren Köder neu raus. So. Ich hatte wohl, muss man sagen, die erste Stunde. Oder ersten 45 Minuten nur mit einer Route geangelt. Also von Anfang an mit zwei Routen werdet ihr wahrscheinlich einiges mehr an Fisch haben als 64, muss man auch dazu sagen. Schöpferische Pause. Durchatmen auf jeden Fall. Das ist auch hinter dem Baum. Was nicht scheiße, dass der da links nicht beißt, wenn er so weit wegtreibt. Das wird wahrscheinlich eine Rotfeder sein. Oder Sieschlingi. Ja, die sind ja genauso dämlich. Mal 60% aus. Ein Stück weiter mal eben. Eine Runde.
Und dann war es das auch mit dem Video. Geht einen schon lang genug. Viel zu lange, viel zu lange. Ich muss ins Bett, wa? Ich muss morgen wieder pumpen gehen. Ich muss erst zu meinem Sohn, dann muss ich pumpen gehen. Dann sind wir bei Freunden, was kochen, Brettspiele. Ah, ich spiele auch Brettspiele. So, da kommt noch eine olle Rotfeder rein. Untermaßig. Ja, probiert den Spot mal aus, ja. Geile Scheiße, Braschnikow. Leider keine Trophy, aber egal. Schönes Wochenende, Petri, danke, wir sehen uns, macht's gut und tschüss.